Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Nicke auf dem Kanal Frau Schnurrhaar oder hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wenn ihr schon mit mir durch verschiedenste Welten gereist seid und Gegenden erforscht habt. Wir haben hier vor uns Forspoken. Ich sage euch ehrlich, ich habe mich nicht großartig davor informiert. Ich habe einen Trailer gesehen, ich wollte es spielen. Ich habe die Demo gespielt, ich fand die Demo wirklich sehr cool. Und die findet ihr auch auf meinem Kanal, wenn ihr mal reinschauen möchtet. Aber wir haben jetzt hier das normale Spiel, also ist das ja eigentlich... Ja, also warum die Demo gucken, wenn wir jetzt das richtige Spiel vor uns haben, gell? Ja, wir wollen natürlich ein neues Spiel spielen. Ich bin gespannt, was die ganze Mystik hinter Athia beinhaltet, was da los ist, wie die gute Frey in diese Welt hineingezogen wird. Und deswegen würde ich erstmal sagen, wir gehen mal in die Einstellung. Wir spielen auf der PS5, das sieht man ja, ne? Ich hätte gern, gibt's hier Audio? Schwierigkeit? Standard, oder? Also alles Standard, langsam. Verlangsamung beim Zauberwechsel, Standard, langsam. Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal hier unten Audio, ist eigentlich immer das Wichtigste für mich. Stimmlautstärke 100%, Gesamtlautstärke, ja mal. Machen wir hier. Ich mag die Musik sehr gern, aber die Geräusche sind teilweise sehr laut, glaube ich. Wireless Controller. Ich bin mal gespannt, ob ich den höre. Sprachausgabe über den Controller? Nehmen wir mal aus. Ich hatte das bei irgendeinem Spiel hatte ich das mal. Es war ganz... Bei Callisto, da hat es plötzlich über den Controller geredet und ich habe es nicht gehört. Ich habe mir gedacht, dass die Untertitel aussehen, aber das kann man alles auf dem Controller und ich habe es nicht gehört. Ja. So. Kann ich das speichern? Kann ich hier auch eigentlich irgendwo Deutsch einstellen? Aha, rechts haben wir Ladebalken oder Ladekreis. Bildeinstellung, was ist das? Ah, Textsprache, aha, Textsprache. Einstellung zur Bildqualität. Fokus auf Qualität. Fokus Raytracing, hab ich keine Ahnung, was das ist. Fokus auf Performance. Nee, ich mache eigentlich immer hier das hier. Egal, wie es da aussieht. Hauptsache, es sieht schön aus. Und Helligkeit. Passe die Helligkeit des Bildes an. Was? Wo denn? Was soll ich denn machen? Ist aber schön, dass ich das machen kann, aber soll man da irgendwas sehen? Ich sehe überhaupt nichts. Keine Ahnung, war das auf 1? Ja, gell? Müssen wir dann mal im Spiel... Ah, okay. Also ich habe die Grundeinstellung bei mir im Programm schon etwas höher. Wir schauen einfach mal. Bewegungsunschärfe. Nein! Boah, ekelhaft. Farbfilter. Was auch immer das sein soll. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr mit mir diese Reise gehen wollt. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Forspoken wird jetzt immer morgens um 11 laufen, direkt nach Neo 2, wenn ihr da auch reinschauen möchtet. Und damit viel Spaß beim Intro. Aber bevor wir zum Intro kommen, nochmal ganz kurz. Falls irgendwas mit dem Ton nicht hinhauen sollte, entweder dass der Ton ein bisschen zu laut ist oder ich ein bisschen zu laut bin, das wird alles in der zweiten Folge nochmal angepasst. Ich möchte nur jetzt mit euch komplett neu in dieses Spiel hineingehen und nicht vorher mich irgendwie zum Beispiel im Intro spoilern oder so. Deswegen habe ich erstmal meine Grundeinstellungen drin von anderen Square Enix-Titeln, sage ich jetzt mal. Und wir schauen einfach mal, wie es ist, ne? Aber jetzt wirklich viel Spaß beim Intro. Dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Unterbrich nicht das Spiel, während das Symbol angezeigt wird. Ich wollte eigentlich noch sagen, eigentlich kommt jetzt Willkommen beim dem Schwierigkeitsgrad. Wähle den gewünschten Schwierigkeitsgrad aus. Deine Auswahl hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Du kannst sie zudem jederzeit im Menü Einstellung ändern. Außer während Ereignissen und Kämpfen. Das finde ich immer sehr schön, dass man dann ein bisschen rumstellen kann während des Spiels noch. Empfohlen für Spieler, die alle Aspekte des Spiels gleich interessant finden. Anspruchsvolle Kämpfe empfohlen für Spieler, die Erfahrung mit Ängsten spielen haben. Grundsätzlich haben wir das ja, aber ich stelle mich manchmal an wie, wie ein Hebel am Strick und komme nicht klar. Ich bin heute fast wahnsinnig geworden, als ich Kniebeuge bei Final Fantasy gemacht habe. Erkundung der offenen Welt. Empfohlen für Spieler, die gern jeden Winkel der Spielwelt erkunden. Oh, das liebe ich ja auch, gell?
Fokus auf die Story, empfohlen für Spieler, die sich ganz auf die Geschichte des Spiels konzentrieren wollen. Kann das sein, dass es leicht, was auch immer, schwer, normal, was ist das? Sämtliche Änderungen außer denen am Schwierigkeitsgrad werden in den gespeicherten Daten festgehalten. Wir bleiben aber Standard, oder? So. Fokus auf Qualität, mach mal. Raytracing-Technologie. Aktiviert die Raytracing-Technologie, verbesserte, wunderschöne Grafiken ermöglicht. Die Standardeinstellung ist darauf ausgerichtet, bei 4K eine stabile Bildwiederholrate zu gewährleisten. Ja gut, 4K haben wir ja hier sowieso nicht. Also ihr habt kein 4K bei mir und ich habe hier auch kein 4K. Aktiviert die Raytracing-Technologie, die verbesserte, wunderschöne Grafiken ermöglicht. Also ich meine, wir sind ja hier auf der PS5, gell? Sollen wir doch mal Raytracing nehmen? Komm, wir machen das mal. Wir sind jetzt mal voll Next-Gen oder Current-Gen, was auch immer. Viel Spaß beim Intro. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Dezember in einem Gerichtsgebäude. Sitzt im Verfahren das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Oh, also ich mag die Synchro sehr gern. Also ich finde die Synchro wirklich sehr schön. Und ich finde vor allem auch sehr schön, dass die, ich gehe stark davon aus, dass die Namen, die hier eingeblendet werden, die Schauspielerinnen sind. Denn wir heißen ja Frey und nicht Afri, oder? Oder werden wir denn, oder heißen wir so? Ach nee, verdammt, Afri, ich sehe es ja gerade, Afri Holland. Okay. Das sind nur die Namen der Figuren. Ich glaube, das wäre wie bei Death Stranding, wo das so eingearbeitet war ins Spiel. Wir können Dinge lesen. Wir lesen erstmal das linke Dokument. Abschlusszeugnis Hudson Pierce. Das habe ich lange nicht gesehen. Oh, wir haben ein Diplom. Wir machen erstmal das Rechte, weil das linke am interessantesten ist, oder? Neugeborenes am Holland-Tunnel gefunden. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Fräulein, ich mag nicht deinen Unterton. Was soll das? Aufzug vor Vorstrafenregister. Einfacher Diebstahl, schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Bisschen kriminell. Ich bin die beste Seite. Ja, aber hübsch ist er trotzdem. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, klar. Aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es.
Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Ich mag die Frisur der rechten Polizistin. Die ist sehr schön. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Kapitel 1 – Bindungen. Dezember, 16 Uhr. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit, danke Ihnen vielmals. Schon okay, passiert jedem Mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Oh, Homer braucht sein Futter. Freys Abenteuer, ein ganz normaler Tag. Wir haben eine Miezekatze. Das ist schon mal Pluspunkt. Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt. Im Menü unter Notizbuch findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Werfen wir einen Blick darauf, okay? Kapitel 1. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Aha. Interessant, Madame. Ich muss schleunigst nach Hause. Werde ich überfahren? Hallo? Wie ist denn das hier? Ist das hier wie bei Judgment? Kann ich aufs Auto? Nee. Hallo. Bitte. Habe ich eigentlich einen Schatten? Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt ja Raytracing an. Wir sind jetzt ganz gut. Na, such dir Stunk oder was? Ich komme gerade vom Gericht. Ich habe vor niemandem Angst. Och, wie schön das aussieht. Wisst ihr, was mich das hier gerade erinnert? An die Demo von Matrix. War das eigentlich eine richtige Demo? Nee, das war keine. Das war nur eine real. Ich muss schleunigst nach Hause. Also. Da durfte ich nicht hin. Unreal Engine 5, oder? War das nicht das für die Matrix-Demo da? Soll da eigentlich ein Spiel rauskommen? Komm, wir gehen mal ein bisschen bummeln. Sale! Was gibt's denn hier? Das ist aber ein kleiner Laden. Ich hätte gerne die grünen, bitte. Ja, wie sind du? Kann ich mit dir reden? Nee, ich kann nicht rumschuppen. Bisschen leer hier, oder? An Weihnachten. Irgendwie. Er weiß, was er kaufen muss, nach den ganzen dezenten Hinweisen. Okay, da will jemand was ganz Besonderes geschenkt bekommen. Kriegt's wahrscheinlich nichts, weil sie nicht den Mund aufmacht. Ich habe keine Holiday-Pläne. Seek Wellness, Your Vacation Awaits. Aha, ja, wir machen bald Vacation. Oh, es hat aber nachgeschliert. Habt ihr es gesehen? Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Oh, Witcher. Kommen wir doch mal ein Stückchen langsamer und gucken mal hier, was es hier so gibt. Take on the world. Are you ready? Seid ihr ready? Holiday Sale, was gibt's hier? Spiel hätte eigentlich Weihnachten rauskommen müssen. Ich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Ach, pass mal auf, das geht schon, wie du denkst. Ich hätte gerne Brezel. Ach nee, hier gibt es gar keine Brezel. Ich will den anrempeln. Ich sehe einfach voll gesmoothed an mir vorbeigelaufen sind. Hier, was ist mal hier? Ein riesigen Baum. Hi.
Was für ein doofes Jahr das war. Ey, das hätte echt an Weihnachten sein können. Letztes Jahr war doch noch unsere, war doch noch die Viruswelt. Die trägt so wie ich meine Handtasche. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht. Hallo. Hey. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf glattem. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst den Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Giggen, quick, Giggen, quick, Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau. Ich schließe ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, Frey! Warte nur, du kleine Rotzköre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein Graues. Witzigenstein! Lass das, Frey! Flucht vor den Mitgliedern der Gang. Wenn du nicht schnell genug bist, wird die Gang dich einholen. Mit L3 kannst du rennen und mit X springen. Nutze diese Fähigkeit, um deinen Verfolger abzuschütteln. Ah, ich wollte eigentlich gehen. Verdammt, Frey! Ich kann gar nicht springen. Komm sofort zurück, Frey! Jetzt gibt's kein Zurück. Ah! Oh, alles noch dran? Oh, shit. Ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Die sollen also eigentlich ein... Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Also ich sag's mal so. New York ist recht, recht leer. Oh, oh. Fuck! Wäh? Geben die endlich auf. Setz deine Mütze ab, mit der fällt sie voll auf. Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Wir sind gerade von der Hauptstraße gekommen, Madame. Bin fast da. Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus. Wo ist sie hin? Gott, wir finden dich, Frey. Du bist tot! Oh, fuck! Wir sind ja eine kleine Kriminelle. Oma wartet bestimmt schon. Och ja, stimmt. Unser Mietchen, das hab ich ganz vergessen. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Ja, wir müssen den Huma hier füttern. Wir müssen das unbedingt tun. Müssen wir hier hoch? Was habe ich denn für eine Wohnung gemietet? Kleiner Huma, ich komme. Hä? Oh nein, dann lasse ich ja Huma ganz allein, wenn wir wohl gehen. Oh nee.
Das ist aber ganz schön dunkel gerade, gell? Mache ich mal ein Stückchen heller. Home sweet hell. Okay, warte, jetzt ist gerade wieder was umgestellt. Ah, Dreck. So. Das Archiv. Im Archiv findest du sämtlichen Lesestoff, auf den du unterwegs stößt und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Zeig mir. Sieh dir nützliche Informationen an. Charaktere. Eine Bewohnerin von Hell's Kitchen, deren 21. Geburtstag kurz bevorsteht. Sie wurde als Baby am Eingang des Holland-Tunnels ausgesetzt und in den folgenden Jahren von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht. Nach ihrem Highschool-Abschluss wollte sie sich ein Leben in der Stadt aufbauen. Obwohl sie seitdem schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, ist sie doch fest entschlossen, irgendwo einen Neuanfang zu wagen. Maya Bird. Die langmütige Richterin aus New York, die den Vorsitz bei Freys letzter Verhandlung hatte. Obwohl sie Frey mit aller Härte hätte bestrafen können, beließ sie es bei Sozialdienststunden. Diese überraschend milde Entscheidung könnte darauf fußen, dass Richterin Bird selbst nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes gestanden hatte. Sie weiß besser als die meisten, dass jeder in der Lage ist, ein neues Leben anzufangen. Lisa Ortega, die Anführerin einer Straßengang in New York. Sie hat einen krassen Style. Sie arbeitet für einen wichtigen Gangsterboss, der sie und ihre Partner anwies, Frey zu finden, nachdem die Polizei ein Auto beschlagnahmt hatte, das Frey für die Gang stehlen sollte. Lisa vertritt die Ansicht, dass jeder für seine Fehler büßen muss, vor allem, wenn sonst sie dafür büßen müsste. Chrissy Robinson, ein wichtiges Mitglied einer New Yorker Straßengang. Lisa hatte sie in die Gang geholt. Diese war schon seit ihrer Kindheit wie eine Schwester für sie. Wann immer Chrissy gezwungen ist, mit Frey zusammenzuarbeiten, treibt sie deren Unvermögen, sich an Anweisungen zu halten, in den Wahnsinn. Insbesondere, da Freys misslungener Autodiebstahl sie nun in alle in Schwierigkeiten gebracht hat. Ja. Finde Homer. Der reinste Palast. Irgendein Genie hat sogar Löcher in die Wände gehauen, damit der Wind durchpfeifen kann. Okay, kurz gucken, ob noch alles noch da ist. Lieblingsbuch, Lieblingstreter und vor allem die große Tasche voller Geld, mit dem wir endlich aus diesem Drecksloch weg können. Apropos, wo steckt Homer eigentlich? Homeru? 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 Tutorials? Ach, will ich nicht. Tutorials? Finde Homer. Homer, wo bist du? 18 Uhr? Wo ist mein kleiner Freund? Homer? Wo bist du? Oh, ich will Dinge lesen. Alice in Wonderland? Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Ab mit ihrem Kopf! Archiv öffnen. Freys Lieblingsbuch erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in ein fantastisches Reich versetzt wird. Etwas, von dem Frey sich oft gewünscht hat, dass es ihr selbst passiert. Sie weiß, dass es ihr Lieblingsbuch ist, weil jemand Wichtiges ihr früher daraus vorgelesen hat. Aber sie kann sich erinnern, wann oder wer es gewesen sein könnte. New York City. Eine hektische Metropole, die von einem schillernden Meer aus Wolkenkratzern dominiert wird. Aber im Schatten, den die hellen Lichter der Stadt werfen, lauern Gefahren. Zu Weihnachten strahlen die Lichter noch heller, wenn die Stadt geschmückt wird und die Familien zusammenkommen, um die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Der einsame Frey ist bei diesem Anblick leider gar nicht festlich zumute. Voller Name Holland Elfrey. Anklage, Großdiebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ort der letzten Festnahme, West 47. und West 47. Street und 11. Avenue, New York City. Geschlecht weiblich, Größe 1,80, Anschrift keine.
Zeitungsausschnitt und Babyfoto Säugling bei Holland Tunnel gefunden. Dank der Meldung eines Passanten konnte die New Yorker Feuerwehr gestern Nacht einen Säugling am Eingang des Holland Tunnel bergen. Das kleine Mädchen befindet sich derzeit in medizinischer Obhut in Midtown Medical Center und erfreut sich bester Gesundheit. Ihre Familie konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden, doch die Ersthelfer glauben, dass das Wort Alfrey, das auf die Decke gestickt worden war, in die das Kind eingewickelt war, ein Hinweis auf die Identität des Babys liefern könnte. Ich bin verwirrt, wie kann ich denn hier blättern? Gar nicht. Okay, schauen wir das Ende. Highschool-Zeugnis und alte Fotos. Freies Abschlusszeugnis von der Hudson Pier Highschool sowie ein Foto ihrer Akte vom Amt für Familienförderung in New York. In einem alten Bericht in ihrer Akte heißt es, Alfrey wurde bis dato in 6 Pflegefamilien untergebracht, doch meist wurde das Pflegeverhältnis aus verschiedenen mit den Betreuungspersonen zusammenhängenden Gründen abgebrochen. Bemerkenswerterweise erbringt sie trotz dieser häufigen Wechsel ausgezeichnete schulische Leistungen. Ihre aktuellen Pflegeeltern bezweifeln, dass Frey nach ihrem Highschool-Abschluss weiter bei ihnen bleiben will. Ach, die Welt, das ist ein Extra-Ding. Ah. Okay. Coolio, das sind unsere Schuhe. Sie hat ja die Schuhe schon, die ich wollte. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Die grünen wollte ich eigentlich haben. Neuer Archiveintrag. Frey hat mit Mode normalerweise nichts am Hut, aber für stylische Treter macht sie eine Ausnahme. Ihr Lieblingspaar ist von einer Marke, die in New York zurzeit besonders angesagt ist. Laut den Bewertungen führender Sneaker-Fans sind sie so leicht, dass sie sich fast magisch anfühlen. Ah, die haben wir gerade an, gell? Ich möchte das Katzenfutter nicht nehmen, weil ich Angst habe, dass dann der Hummer kommt. Ich habe noch gar nicht alles gesehen. Holland Tunnel, Alfrey. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Ich weiß nicht. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Ah, okay. Schuhkarton. Ein alter Schuhkarton, in dem Frey ein paar Hinweise über ihre Vergangenheit aufbewahrt. Er enthält 3 Dinge. Ein Foto von ihr in der Nacht, in der sie am Holland-Tunnel gefunden wurde. Ein Foto vom Tunnel aus derselben Nacht und die Decke, in die sie eingewickelt war und auf der Name Alfrey eingestickt ist. Okay, komm, wir nehmen doch mal das Katzenfutter. Pure Blend. Das Zeug schmeckt ihr nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Wieso ist Homer eigentlich ein Mädchen? Wenn weibliche Katzen immer männliche Namen haben, das verwirrt mich. Eine Bekannte, die hatte eine Katze, eine weibliche Katze und die hieß Simba. Das hat mich immer verwirrt. Ich habe heute auch für meinen Kater Katzenfutter gekauft. Escape Plan. Aha, unser wir hauen ab Plan. Bekommen genug Geld. Mach auf jeden Fall die Gigin-Scheiße fertig. Ein letztes Mal. Also hier von Mr. Gigin. Wir müssen Essen und Unterkunft und alles für unsere liebe Hummer finden. Wir brauchen ein Ticket in der Penn Station. Am 23.12. wollen wir weggehen. Verreisen. Wo ist sie?
Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Fluchtplan. Verdammt, hätte ich gar nicht mich anstrengen müssen. Achso, ich muss drücken. Oder was? Fluchtplan. Plan. Okay. Genug Geld beschaffen, ein letztes Mal um den Mist von Gigin kümmern. Futter und Transportbox für Huma. Fahrkarten kaufen, Penn Station, 23.12. abhauen. Ja, schon fast richtig gehabt. So, wo ist denn jetzt unser kleines Mietzchen? Haben wir hier auch ein Bad? Oh, da ist hey, sie! Homer. Oh! Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh, tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen. Nie mehr Korps, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann. Und wir von hier ab. Du kannst kaum erwarten, von hier weg zu sein. Oh nein, wir können doch nicht Huma alleine hier lassen. Wir müssen doch Huma mitnehmen. Jetzt ist Nacht scheinbar. Der Bildschirm ist schwarz. Oh. Was, es brennt? Nee. Huma. Warum brennt's? Los, komm schon, ich zieh raus! Wo ist Homer? Finde Homer. Erst muss ich Homer finden. Ja, wo ist er? Homer! Na los, Kleine! Wo bist du denn? Homer! Homer! Oh, da ist sie. Ach, ein Glück. Ja, wir nehmen dich mit. Wir müssen hier raus, schnell! Nein, nein, nein! Nimm die Sporttasche. Wir können die Sporttasche nicht nehmen. Tasche. Ab durchs Fenster. Oh nein, wer war das? Waren das die doofen Dichterkerzen? Oder Lichtdinger? Oh nein. Wir haben dich. Sorry, Kleiner.
Frey. Was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Passend. 25. Dezember. Schlagdonner. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Nicht, was das ist. Homer. Freys Katze und ihre einzige Familie. Homer war anfangs nur ein Streuner. Entschuldigung, Homer war anfangs nur ein Streuner, der hin und wieder in Freys Apartment hineinspazierte. Aber als Frey anfing, ihren neuen Freund zu füttern, entwickelte sich ein starkes Band zwischen ihnen. Und seitdem sind sie unzertrennlich. Als Freys Wohnblock abbrannte, verlor sie jede Hoffnung. Und ihre letzte gute Tat war es, dafür zu sorgen, dass Homer ein sicheres Zuhause finden würde. Ja, die gute Frey hat Homer der Frau Bird gegeben, damit sie auf sie Acht gibt. Es hat mich irgendwie gerade total mitgenommen, ich weiß auch nicht. Wie mach ich weiter? Ich muss auch gerade mein Kartum angucken, ich gerade so gedacht habe, oh Gott, wenn der... mit dem irgendwas ist oder so, weil dem geht's auch nicht so gut. Da hat mich das jetzt irgendwie mit diesem Abgeben und sowas voll mitgenommen, auch mit diesem, dass sie dann Nassfutter mag und sowas. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt tatsächlich nach Athia stolpern werden, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es bisher wirklich sehr interessant und sieht auch sehr schön aus.
Ich hoffe, vom Ton her hat es gepasst. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, schaut gerne auch bei den anderen Let's Plays vorbei, die bereits in kleinen Playlists verschnürt auf meinem Kanal herumpurzeln. Oder natürlich morgens um 10 läuft Nioh 2 Remaster der Zeit. Heute haben wir sogar das dritte DLC angefangen. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. 11 Uhr wird jetzt immer Forspoken kommen. 16 Uhr läuft derzeit Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. 17 Uhr läuft Elden Ring. 20 Uhr läuft Shadow Hearts From the New World auf der PS2. Und um 21 Uhr wird ab Freitag, wenn Freitag der Erscheinungstermin, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, Dead Space Remake laufen. Im Livestream läuft derzeit freitags Resident Evil, Code Veronica X auf der PS4 und am Samstag Judgment auch auf der PS4. Die Livestreams beginnen meistens so zwischen gegen 23 Uhr, geplant ist eigentlich 22 Uhr, aber ich schaff's nie, 22 Uhr, es wird meistens 23 Uhr. Und wenn die Livestreams ausfallen, kommt jeweils Freitag und Samstag eine Folge Resident Evil 1 Original gespielt auf der PS3. Aber das werde ich immer in den Livestreams vorher ansagen. Und wenn es halt nicht kommt, kommen die Let's Plays jeweils eine Stunde um 22 Uhr. Was an Livestreams noch geplant ist, ist nach Judgment Demon's Souls und danach Hogwarts Legacy. Am Freitags ist nach Code Veronica erst einmal Revelations 1 und 2 geplant und danach werden wir uns auch in den vierten Teil in das Remake stürzen. Ja, ansonsten, wenn ihr wissen möchtet, was so auf meinem Kanal dieses Jahr, nächstes Jahr und in der weiterer Zukunft auf euch zukommen würde, findet ihr oben rechts in der Ecke, ich hoffe, ich habe es nicht vergessen einzufügen, Danke für 1000 Abos Video, da gehe ich nochmal näher drauf ein, was so in Zukunft laufen wird. Und da schaut gern vorbei. Vielen Dank fürs Dabeisein und habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Homer ist jetzt in guten Händen und wir können uns in eine neue Welt hineinstürzen mit blauem Himmel und frischer Luft. Auf Wiedersehen. Tschüss.